I've got an apple, I've got a pen. Oh, Apple Pen. Naja, Quatsch beiseite, vielleicht kennt ihr das Problem. Hier diese Kappe hier oben, die geht oftmals verlustig und dann ja, ist das ungeschützt. Dafür habe ich mir mit Blockscout schnell mal was konstruiert, und zwar folgendes. Ich habe zunächst eine Kugel und einen Zylinder genommen. Die Kugel habe ich etwas nach oben verschoben und das Ganze kombiniert. Was da rauskommt, ist so ein kleiner R2D2 ohne Beine, sage ich jetzt mal. Das kann ich natürlich noch nicht auf den Apple Pen stecken, denn ja, da gibt es ja keine Öffnung unten. Für die Öffnung habe ich mir Folgendes konstruiert, einfach aus Kuben. Ich habe mir hier unten einen etwas dickeren Quader hingesetzt, weil der Apple Pen unten auch eine leichte Verdickung hat. Dann einen schmalen Kubus und oben wieder etwas dicker, dass das nicht so auf den Kontakten schubbert. Ja, und wenn ich jetzt den R2D2 nehme und davon das, was ihr hier gerade seht, wegnehme, beides zusammen, ja, das ergibt dann dieses hier. Das drucke ich aus und voilà, fertig. Apple Pen fällt auch nicht runter mit Apple Pen Cap. Ja, das Ganze lade ich euch bei Thingiverse hoch, dann könnt ihr es herunterladen und ausdrucken oder ihr konstruiert es einfach schnell selbst. Den Code seht ihr ja hier mit Blockscout 3D, ganz easy.